Die Kavi Park Strandmuschel ist eine der beliebtesten in unserem Test. Im Amazon-Shop gehört sie zu den meistverkauften. Zu einem moderaten Preis bringt sie alles mit, was Familien sich für einen Sonnentag am Strand wünschen können. Das silberbeschichtete Gewebe schützt euch vor UV-Strahlen, 50+, und ist genauso wasser- wie windfest. Durch sein Pop-up-System ist das Wurfzelt innerhalb weniger Sekunden aufgebaut und steht somit sofort als Rückzugsort am Strand zur Verfügung. Der Netzvorhang auf der Rückseite sorgt nicht nur für Belüftung im Zelt, sondern dient auch als Insektenschutz. Zudem ist die Kavi Park Strandmuschel mit einer über das Zelt hinausgehenden Liegefläche ausgestattet. So kommt weniger Sand ins Strandzelt. Die Kavi Park Strandmuschel auf einen Blick. Ein Zelt, das hält, was es verspricht und mit einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis punktet. Im Vergleich zu Strandzelten mit Gestänge, die erst noch zusammengesteckt werden müssen, ist das Kavi Park Pop-Up-Zelt in nur wenigen Sekunden aufgebaut. Dazu bietet es genügend Platz für zwei Erwachsene und ein Kind und ist gleichzeitig superleicht. Eltern empfehlen diese Strandmuschel für den Familienurlaub weiter, auch wenn sie an der windigen Nordsee an ihre Belastungsgrenzen kommt. Mit einem Mini-Packmaß von 40 x 8 x 8 cm passt die Outdoor-Strandmuschel Helios auch in den kleinsten Koffer oder Rucksack und eignet sich damit optimal für Flugreisen oder Tagesausflüge. Dazu wiegt sie trotz großzügiger Liegefläche nur etwa 1 Kilo und bietet einen noch höheren UV-Schutz als die Kavi Park Strandmuschel. Der LSF 80+ nach UV-Standard 801 ist optimal für zarte Kinderhaut. Den hohen Sonnenschutz, Wind- und Sichtschutz gibt es von Outdoor zu einem vergleichsweise niedrigen Preis. Dafür kommt das Sonnenzelt allerdings auch mit der klassischen Gestängekonstruktion aus Fiberglas daher und erfordert somit etwas mehr Aufbauzeit als eine Pop-up-Strandmuschel. Auch lässt sie sich nicht verschließen und hat keine Belüftungsfenster. Sucht ihr ein Strandzelt für eine größere Familie, bietet das Outdoor Santorin Alu Strandzelt mit einer Größe von 230 x 150 x 125 cm Platz für bis zu 4 Personen und hat dennoch ein ähnlich kleines Packmaß wie das Outdoor Helios. Das sagen Eltern, die Kundenbewertungen für diese Strandmuschel fallen gemischt aus. Die Vorteile sind, dass das Zelt problemlos in jeden Koffer passt, schnell aufgebaut ist und ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Zu den Nachteilen der Outdoor-Strandmuschel gehört laut der Kundenmeinungen im Netz, dass sie zum Teil unsauber vernäht ist und starkem Wind am Strand nicht gut standhalten kann. Die Kedo Quick Palm Strandmuschel ist die teuerste im Test, hebt sich in puncto Handhabbarkeit und Ausstattung aber auch deutlich von der Konkurrenz ab. Mit einem UV-Schutzfaktor von 80 bietet die Strandmuschel optimalen Schutz für Babys und Kinder, bei gleichzeitig angenehmer Belüftung durch die zwei Netzfenster. Zudem hat die Kedo Strandmuschel eine gute Größe für Familien und ist durch die zwei komplett verschließbaren Reißverschlusstüren von zwei Seiten zugänglich. Genauso wie sie im aufgebauten Zustand viel Platz bietet, lässt sie sich aber auch kompakt zusammenfalten und dank des kleinen Packmaßes gut mitnehmen. Auch wenn ein Gewicht von 2,8 Kilogramm im Vergleich zu den anderen Strandmuscheln in unserem Test relativ hoch ist. Für Eltern bietet die Kedo Strandmuschel den großen Vorteil des Quick-Up-Systems, durch den Aufklappmechanismus ist das Sonnenzelt nicht nur schnell, sondern auch stabil aufgebaut und genauso schnell wieder eingepackt. Weht am Strand eine steife Brise, kann das Zelt durch die Sandtaschen zusätzlich beschwert werden. Die Kedo Quick Palm Strandmuschel auf einen Blick. Das sagen Eltern, perfekt für windige Strände, kompakte Packmaße für den Reisekoffer, super einfach aufzubauen und durch die verschließbaren Reißverschlusstüren ein sicheres Strandzelt, viel Privatsphäre. In nahezu allen Kundenbewertungen im Netz wird die Strandmuschel von Kedo begeistert gelobt. Eine Strandmuschel ist nicht nur für den Strand sinnvoll. Auch im Park und selbst im heimischen Garten braucht euer Baby Sonnenschutz. Die Babymove Strandmuschel Blue Waves ist eigens auf die Bedürfnisse von Babys und Kleinkindern zugeschnitten. Mit einem Lichtschutzfaktor, LSF, von 50+ schützt sie die empfindliche Haut eures Kindes vor schädlichen Sonnenstrahlen, UVA und UVB, und sorgt durch das Belüftungsfenster in der Rückwand gleichzeitig dafür, dass sich die Hitze im Zelt nicht staut. Das Moskitonetz hält Wespen und Mücken fern und ermöglicht so ein sicheres Mittagsschläfchen.
Dank Pop-Up-System ist die Babymuschel außerdem innerhalb von Sekunden aufgebaut und bietet eurem Baby sofortigen Schutz. Mit seinen kompakten Maßen von 98x90x85 cm ist das Zelt allerdings auch wesentlich kleiner als die Outdoor- oder Kedo-Strandmuschel und somit tatsächlich in erster Linie als Spielzelt für Kleinkinder geeignet. Für windige Strände ist die leichte Babymove-Strandmuschel laut den Erfahrungsberichten im Netz eher nicht geeignet. Und auch in puncto Verarbeitung und wegen dem grobmaschigen Fliegengitter gibt es Punktabzüge. Doch als Schattenspender im Garten oder Freibad ist das Zelt sehr praktisch und erfüllt seinen Zweck, vor allem weil es so leicht und handlich ist. Auch als Spielzelt im Haus kommt es gut an. Die Outdoor Pop-Up Zack 2 Strandmuschel ist das größte Wurfzelt in unserem Test und hat doch nur kleine Packmaße. Mit seiner großen Liegefläche und der angenehmen Sitzhöhe, 100 cm, können sich hier nicht nur die Kids, sondern gleich die ganze Familie bequem vor Wind und Sonne schützen. Mit UV-Schutzfaktor 60 ist der Sonnenschutz dazu noch höher als bei den meisten anderen Strandmuscheln im Test. Das ist gerade für Babys sicherer, die hierin dank dem umlaufenden Netzfenster genug von der frischen Meeresluft bekommen. Die hohen Seitenwände sorgen dafür, dass der Unterschlupf frei von Sand bleibt. Das Outdoor-Zack 2 Sonnenzelt eignet sich damit ideal als XXL-Strandmuschel für Familien. Die Outdoor-Pop-Up-Strandmuschel Zack 2 auf einen Blick. Die Outdoor-Zack 2 Strandmuschel ist super durchdacht und begeistert die Nutzer, innen auch in der Ausführung. Sie ist schnell aufgebaut und steht auch im Wind sehr stabil. Sie bietet Platz für bis zu 4 Personen, die hier sowohl von dem guten Sonnenschutz als auch von der angenehmen Belüftung profitieren. Eine Strandmuschel für die ganze Familie, in der ihr auf den Meerblick nicht verzichten müsst, die Wolfwise Strandmuschel ist mit 2 großen Netzfenstern ausgestattet, die den Blick auf die Umgebung freigeben und für eine gute Belüftung sorgen. Außerdem verfügt das Strandzelt neben dem großen Vordereingang auch über eine Hintertür, die per Reißverschluss komplett geöffnet werden kann und so den Zugang von 2 Seiten ermöglicht. Damit ist diese Strandmuschel gut für Familien mit größeren Kindern geeignet, die immer mal wieder den Sonnenschutz suchen, UFP 50+. Preislich liegt die Strandmuschel von Wolfwise mit um die 65 Euro in der Mitte, zwischen dem teuren Kedo-Modell und den günstigeren Strandmuscheln in unserem Vergleich, wie etwa Outdoor. Von Qualität zeugt die Stabilitätsgarantie des Herstellers. Das Pop-Up-Strandzelt wurde aus verzinktem Stahl hergestellt und ist damit auch bei starkem Wind weniger für Verformung und Bruch anfällig. Winddichte Seile, Kunststoffheringe und 4 Sandsäcke helfen euch dabei, die Strandmuschel windsicher zu machen. Die Wolfwise Strandmuschel auf einen Blick. Eine tolle Strandmuschel, die auch als vollwertiges Zelt gut funktioniert, weil sich beide Eingänge komplett schließen lassen. Außerdem ist sie wertig verarbeitet und lässt sich schnell aufbauen. Lediglich der Abbau gestaltet sich wie bei vielen Pop-Up-Zelten etwas aufwendiger, wobei die Anleitung hilfreicher sein könnte. Wer so wenig Zeit wie möglich in den Auf- und Abbau eines Strandzelts stecken möchte, ist mit einer Strandmuschel mit Schnellaufbausystem immer noch am besten beraten. Das UQuip Buzzy Strandzelt wird genau wie das Kedo Quick Palm mit Quick-Up-System nach dem Regenschirmprinzip entfaltet. Durch diesen Aufspannmechanismus ist es genauso schnell aufgebaut wie ein Pop-Up-Zelt und noch schneller wieder abgebaut. Darüber hinaus bietet das Sonnenzelt viel Platz für die Familie, schützt vor Sonne, LSF 50+, und zeichnet sich dazu noch durch ein sehr kompaktes Packmaß aus. Ideal, um es einfach in den Koffer zu stecken und mit in den Strandurlaub oder an den See zu nehmen. Das UQuip Buzzy Strandzelt auf einen Blick. Das sagen Eltern: leicht, schnell, groß, luftig. Das UQuip XL Strandzelt Buzzy erfreut sich im Netz fast ausschließlicher positiver Bewertungen und wird vor allem als sehr robust und leicht zu handhaben beschrieben. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.